Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir wollten hier um die Drohne machen und hier irgendwo schauen, wo dieser verdammte diese Schatzkarte hinzeigt. Weil wir haben kein Icon auf der Karte, wo das sein müsste. Aber ich könnte natürlich mal gucken am Ende. Ist genau da eine dieser DLC Dinger und dadurch, dass ja die Server nicht mehr gehen, habe ich da keinen Zugriff. So, sehr schön. Feuer! Geht hier die Hölle, Jungs! Wollte ich nur haben, weil hier so viel Metall drauf ist. Da. Da kommt er her. Ja. Immer noch nervig, dass die Server nicht gehen. Aber ich kann es nicht ändern, ne? Was soll ich tun? Und dem. Großsegel, los geht's! Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken. Volle Segel, Bewegung! Naja, wir haben tatsächlich wieder relativ viel Metall. Seitdem wir die letzten Parts immer mal ein bisschen mehr Pirat spielen und Schiff überfallen. Ist halt doof, wenn da eine DLC ist. Ich habe schon gelesen, bei den anderen sind die alle verschwunden, die quasi noch nicht so weit waren, dass die überhaupt freigeschaltet worden waren. Also insofern hatten wir eh Glück, weil wir die gemacht haben, alle drei. Aber angeblich sind es halt auch nur drei. Großsegel rein, Bramsegel reffen! Aber wir werden schauen. Keine Ahnung. Könnte es nicht sagen. Das war's. Ne, das auf jeden Fall nicht. Das hier, 525, 253. Das heißt, wir legen jetzt einen weißen Hai und dann schauen wir uns das da nämlich auch noch an. Captain ist am Steuer. Bring die Hauptsegel in den Wind! Das für ein Mattschiff, was hat kein Metall. Oh, aber der hier. Dann wirst du schnell im Boden versenkt. Sind bereit, Sir! Schlag eingesteckt, Captain! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer!
attackieren sich uns! Lass sie dafür bezahlen! Beinahe! Da sind sie am empfindlichsten! So viel Segel wie ihr könnt! Das spanische Kriegsschiff sollte uns eigentlich in Frieden lassen. Sorry. Weil. Dann haben wir nur einen Engländer versenkt. Ist doch eigentlich in eurem Interesse. Sehr schön, wir haben es mal wieder geschafft. Die etwas flotter zu erlegen. Kommt denn die Flotte, auf die ich wahrscheinlich nie wieder Zugriff habe? Oh, wo sind wir denn jetzt? Es müsste ja hier unten eigentlich sein. Vieren und Fahrt aufnehmen! Oder? Dann nochmal gucken hier, Inventar, Schatzkarten. Wie viel neue wir haben. Ja, dann zeigt uns die alle nicht an. 5, 25, 2, 53. 5, 25. 5, 25, also ein bisschen hier. 2, 53. Es muss hier sein. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Alle Segel! Hier rum hier nur. Aber dadurch, dass wir so viele Schätze gefunden haben, haben wir eigentlich ziemlich viel Geld. Aber ja, hier sind schon deutlich stärkere Schiffe, Stufe 36 wenigstens. Aber ich sag, das ist schon ein Sperrgebiet von dem Fort. Das ist ja ultra weit weg, oder? Ah ja. Never mind. So weit ist es gar nicht. Jetzt wollen wir hier nur ein bisschen Meter machen, bevor das Kriegsschiff hier reinfährt. Und uns dann gleich sieht. Da ist er! Wir sind außer Gefahr, Sir. Es geht gut. Rahm- und Marssegel fest, surren! Captain im Ruder! Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Mit der Kriegsschiff hier. So, wir fahren hier unten jetzt mal rein. Weil ich bin. Also. Es müsste eigentlich hier irgendwo sein. Aufgein! Aufgein! Segel setzen! Bewegung! Gebiet nicht verfügbar. In die Bugwanden! Na los! Aha. Dann kommt hier wohl noch eine Mission. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es. Ist schon wieder keine Mörser mehr. Dann. Oh, hoffentlich. Da ist der. Frisches Fleisch, Captain. Da darf den bitte machen. Legen wir los! Festhalten! Festhalten, Männer! Der ist getroffen! Ja. Ist getroffen! Wir haben ihn verloren! Augen auf, Jungs! Ja, der... Ist da lang! An Steuerbord! Entstand! Kann wahrscheinlich böse Schaden machen, wenn er uns erwischt. Guter Schuss, Captain! Er wird schwächer! Seil gerissen, Captain! Beeil es sicher, Captain! Festhalten, Männer! Hab ich dich, Fischlein! Hab ihn! Er ist weg! Lustig, dass der da auch von unten so angreift. Er kommt auf uns zu! Die Rechte ist auch fast erledigt! Sehr schön.
Haben wir unseren ersten weißen Hai. Von vier, die wir glauben. Sieh dir mal das Riesending an! Gut gemacht, Captain! Bei denen habe ich ja saumäßige Angst, muss ich sagen, bin ich ganz ehrlich. In der aktuellen Erinnerung kann ich da nur einfach noch nicht hin. Ja, dann schauen wir kurz. Wir haben jetzt schon irgendwie neue auch. Hier zum Beispiel, da müssten wir schon hinkommen. 992, 422. 992, 422. Muss ja ganz, ganz oben sein. 9. Ne, ganz rechts. 992. 4, 22. 4, 22 muss hier in der Mitte sein. Ja, wieder irgendwas, was hier mir nicht angezeigt wird. Neunzehn, vier, 22. Also hier unten rechts. Jetzt verarscht mich doch das Spiel, oder? Nimm vor. 9, 92, 4, 22. 9, 92. Das ist ganz rechts. 9 und 9, 92 ist ja wirklich ganz rechts. Hier 22. Wir schauen es uns an. Ich will mir nicht nachsagen lassen. Wir hätten es nicht probiert. Ich gehe jetzt nur kurz hier unten rein und ziehe mich um. Das wollte ich letzten drei Parts schon machen ungefähr. Nehmen wir dann unser Kapitänszeug an. Auf die Flotte haben wir eh keinen Zugriff. Wir können unseren Rumpf ausbauen. Oder unsere Breitseitenkanonen. Rundkugeln, Drehbassen könnten wir verbessern. Wären 200, 500 und 400. Wir können gerade so ums Arschlecken nicht beides hier machen. Wir machen mal die Breitseitenkanonen besser. So, die können wir eh noch nicht machen. Jetzt bauen wir noch 8. Mal die Rundkugeln so stark wie es geht. Ja, komm, lass mal am Hammer. Da mehr Mörser haben können. Ah, hier können wir auch noch ein bisschen Geld gut machen. Dann können wir nämlich tatsächlich das nächste Lager auch noch upgraden. Ah ja, und die Harpune. Ja, dann machen wir erst die Harpune. Jetzt können wir das nicht mehr. Egal. Sicher kann ich gar keine Munition kaufen. Müssen wir. Von die Werft. Seit wann habe ich Messer? Was darf's denn heute sein? Achso, das haben sie mir schon gefüllt. Vielleicht später. Na, das ist doch nett.
Da, dann wollen wir hier in See stechen. Captain steuert selbst. Und schauen, ob da hinten irgendwo, also da noch eine Insel ist. Wir wollen ja von hier nach da, hier irgendwo. Problem ist, ich kann meinen Cursor nicht dahin bewegen. Setzt jeden Zoll Segel! Das heißt, wir müssen immer wieder gucken, wo wir sind. So gut sie- Da müssen wir dann gucken. Weiß jetzt, dass wir bei 8. 85. Ah ja, wir sehen sogar bei den Feindschiffen auch, wo die sind. Schauen wir nochmal kurz nach, wo wir hin müssen, weil ich habe es wieder vergessen. 992 422. Okay. Wir müssen auf jeden Fall ein gutes Stück nach links. Ich glaube, ob das auch missionsgesperrt ist, dann machen wir erstmal noch keine Schätze, weil dann haben sie mir das Kraut ausgeschüttet. Ich bin so vergesslich, er ist krass. 992 Also hier noch ein gutes Stück rüber. Dann 422, ein bisschen nach unten. Bin ja gespannt. Noch sehe ich da nichts. Genau, super Kurs. Da 20 Meter vor uns müsste es dann sein. So, wieder weiter darüber lenken. Ich bin gespannt. Ich sehe weiter nichts. Bisschen noch, ganz bisschen noch. Hier, direkt am Rand der Map. Leesegel ein. Hier, also direkt hier. Alle Segel reffen! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Jetzt gibt's eine, ich muss kurz googeln. So, ich hab jetzt mal geschaut. Was ist das hier? Das ist nicht. Prinzip. Wir fahren mal noch mal zur Black Insel. Habt kurz raus bis dahin. Aber die, da vermute ich's. Ja, wir haben vollkommen umsonst gesucht. Das ist was. Also, es ist hier drüben auf der Map. Und kommt erst in der nächsten Sequenz quasi. Dann auch wirklich dran. Was ja ultra behindert ist. So, und wollen wir nach Kingston schnell reisen? Dann machen wir halt das. Tja, also sehr doof. So, ich frage mich auch, wann ich hier die... Das hier sind auch keine Kapuzineraffen, ne?
Wir sind auch Brüllaffen. Dann können wir hier die Mission machen. Ja, hat mich spiel genug geärgert. Dann halt so, würde ich sagen. Schau mal, was kann. Wer war hier angeblich? Weiß nicht mehr. Welche Überraschung? Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm. Genau. Die ich habe die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. Ich würde sagen, wir sind eh so nah dran. Also, Honeygold und Rogers sind angeblich auch da. Irgendwelche Fortschrittsdinger, bevor ich das Grobiane töten und 2 Alarmglocken sabotieren. Na, dann machen wir das doch. Und auch die zweite sabotiert. Nur noch ein paar Grobiane töten. Jetzt sehen die nicht als von mir getötet. Wer hat sich denn das ausgedacht? Hier wären noch 2. You almost feel sorry for him. He is a pirate convicted. Oh, jetzt wäre die Frage, wie finde ich
Noch Grobiane. Einen noch, ne? Ne, falsche Taste. Ne, keine Grobiane, kein Grobian. Dann versuchen wir mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. In der Hoffnung, dass hier irgendwo noch ein Grobian steht. Am Eingang, das waren keine, ne? Ne, das sind nur Normalos. Normalos. Suche einen Grobian. Irgendwo in der Stadt muss noch ein Grobian sein. Normalo, normalo. Sind keine Grobiane mehr. Lass dir die nicht mehr arbeiten, oder was? Okay, desynchronisiert. Nehmen wir auch. Machen wir die Mission nämlich doch im nächsten Part. Da, da haben wir die erste Glocke nämlich ausgeschalten. Sabotieren können wir sie ja danach auch noch. Wir sehen uns im nächsten Part nochmal. Ich stelle mich mal nicht so dumm an. Also, macht's gut, bis dahin. Tschüssi.